Warte mal, ich fülle mal gerade unser Schränkchen mit ein bisschen Medikamenten auf. Ja, ich bin ja gerade schon dabei, die Decke weiterzumachen. Naja. Sehr gut. So, nochmal Fleisch und so ein bisschen Essen. Also ich habe jetzt in den ins Regal wieder Medikamente und Getränke gestellt. Wir brauchen hier eigentlich noch ein Tor. Irgendwie hier hin oder so. Oder so. Hier ist doch ein Tor. Das wurde mir aber nicht als Tor angezeigt eben. Lassen wir es mal auf, am besten so lange, bis wir halt jetzt hin und her müssen. Oh. Oh, Vorsicht, weg, 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 Simon. Sorry, wir waren, glaube ich, am gleichen Baum. Ich glaube, wir waren gerade am gleichen Baum. Ja. Oh, guck mal, wir brauchen nicht mehr so viele Bäume. Nee, ja, okay. 26. Dann fehlt ja nur noch wieder, ne? Hä? Dann fehlt ja nur noch, dass wir die Decke wieder kaputt machen. Ich halte mich diesmal raus. Diesmal halte ich mich raus, um was kaputt zu machen. Soll er noch eine Etage drauf? Macht. Wie gesagt, ich... Sonst musst du das gleich mal freischalten, dass die anderen auch die Löcher stanzen können. Wie kann ich das machen? Das habe ich. Ich glaube, da musst du, glaube ich, einmal die Gebäudezerstörung anmachen. Dann können die anderen das, glaube ich, auch. Habe ich mal gemacht. Probier's mal. Also Löcher in die Decke machen, das habe ich mittlerweile raus. Ich habe schon anfangs so viele, also ich glaube, ich es wirklich schon geschafft, ein ganzes Haus zum Einstürzen zu bringen, weil ich das Ding einfach falsch gedeutet habe. So, also versucht's mal gerade, aber es geht. Ja, erst muss die Decke fertig sein. Vorher geht es nicht. Ich hab's jetzt gerade mal angemacht. Nur als, ich hab's ausgemacht halt für den Fall, dass irgendwelche Feinde die... Ja. Ja, also erst muss die Decke fertig sein und dann geht das erst. Die sollten wir jetzt relativ flott fertig kriegen. Ne? Ja, es sind jetzt noch 20 Stück oder so. Ja, ich hatte schon 8 Stimmen liegen. 8 oder 9. Ja, es könnte schon wieder dunkel werden. Da hinten kommen schon wieder welche. Mhm. Machen wir hier das Tor zu. Also falls ihr hier gleich was grunzen hört, erschreckt euch nicht, meine Katze liegt neben mir und schnarcht. Kennen wir. Wir haben hier 3 von denen rumlaufen. Ja, ich habe oftmals einen schnarchen Hund und Katze kurz. Um die Wette, ist auch mal sehr witzig. Hast du denn die Gebäudezerstörung jetzt noch an? Ja. Vielleicht solltest du so kurz ausmachen, wenn die da sind. Sonst bollern die uns gleich alles weg hier. Mhm. Sieht aus. Kann man lieber warten, bis die weg sind. Ja, wir können mal gucken, ob wir da ein bisschen durchschlafen können gleich. Ja. Bezüglich Tagmodus. Ja, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, sieht so aus. Das Ding ist etwa 3/4 voll. Etwas weniger. Ja, dann dauert es noch ein bisschen. Der Flop geht unter den Zaun. Liegt bestimmt daran, dass wir noch keine Klingel eingebaut haben. Deswegen müssen die klopfen. Wenn sie rein wollen.
Kann man denn so interessehalber eine Klingel einbauen? Nee. Stell dir vor, das könnte man jetzt so. Das wäre super, ne? Und dann stehen die vor der Tür und klingeln plötzlich. So, 3 Stück fehlen noch. Dann haben wir es. Eine noch. Wo wollt ihr denn das Loch in die Decke gleich hin haben? Das überlasse ich dir, aber ist natürlich so, dass man halt drin kann. Ist irgendwo, einen Baumstamm holen. Irgendwie in die Ecke oder so. Ein Baumstamm fehlt noch. Ja, hier fehlt noch einer, genau. Ja, ich habe ja gerade noch einen Baum gefällt. Weil er schön in der Falle hängen bleibt. So. Ich bin auf dem Weg mit dem letzten Baumstamm. Vorerst dem letzten. Vorerst, genau. Juhu. So. Wollt hier die Treppe hin? Ja, ne? Am besten in die Ecke, ne? So, mal ganz kurz. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Alles gut, ich bin... So. Achso, warte mal. Ich muss ja die Gebäude soll ich dann wieder anmachen. Ja, ich gucke hier gerade mal. Ja, hab's. Muss mal eben drehen. Gerade wird. Ich mach's jetzt, ne? Achtung. No. Oh. Ja, sollte doch passen, ne? Und jetzt die Treppe rein. Ja, dann mach ich's wieder aus, damit die nicht mehr uns gleich die. Ja. Und die Bude einrennen. So. Wo geht der jetzt so weit vor? So, Treppe sitzt. Noch 14 Stück, das geht doch. Oh, hier ist was Großes wieder. So, gut. Ja, ich höre schon, dass wieder irgendwo was rumschleicht. Mhm. Irgendwo da hinten. Link.
Ja, die laufen da oben. Sieht der links? Zwei große. Da oben. Wobei da rechts auch noch wieder einer rumläuft. Ich glaube, drei große sind das. Bin ich hier wieder im Wasser fest. Wie könnte man hier vorne zur Falle kommen? Oh, da war einer. Zwei. Wenn überhaupt. Hinüber. Ja, ja, der Dicke, der hat mich gerade gesehen, der steht da, jawohl. Genau. Komm, renn du auch noch mal rein hier. Also ein bisschen in die Falle zu locken. Mal gucken, ob es funktioniert. Ob ich gleich direkt tot bin. Oh, ah, den hat es auch erledigt. Aha. Die kann man auch super durch die Dings häuten. Durch die Mauer. Sehr gut. Ja, hier oben ist einer. Mir. Tot. Ah, da ist er. Schon tot. Na komm. Wunderbar. Hat er aufgespannt. Ich muss ihn gerade hier reinmachen. Ich mach die Tür auf, das ganze Vieh wird da weggeschoben. Ich glaube, da war wieder noch was, ne? Das kommt doch von meinem. Hm? Das kommt davon, wenn man die anschleichen will. Ich bin von der Fahne erschlagen. Hm. Ja, jetzt kommt das. Guck mal, ich glaube, daneben das kleine Tor neben der Falle ist, glaube ich, auch noch auf. Ja, eins davon ist auf jeden Fall, wo ich ein bisschen raus bin gerade. Mhm. Da ist ja gerade wieder was in die Falle gerannt. Na komm. Ich kann hier durchgehen. Ja, ich weiß. Ist ja offen. Achso, das ist eine Tür. Ich hab gleich gekriegt, dass es eine Tür ist. Das hier ist eine Tür, ja, da bin ich immer auch raus. Ja, die nicht, ne? Guck mal eben, ob wir jetzt gleich vielleicht schon schlafen können. Ja, wir können auf jeden Fall schlafen. Sehr gut, dann machen wir das auch. Vor allen Dingen muss man nämlich auch mal ein bisschen gucken, was wir unten aufs Essen und so. Ach, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich bin gerade speichern, super. So, jetzt aber. So, fehlt noch einer. Ja, ich kann mal kurz mal die Knochen hier ein. Mhm.
Obwohl, wenn ich ehrlich bin, die ganzen Wachen, die Fallen, die haben sich bisher alle gut bewaltet. Ja, diese Sturzfallen, die sind echt, die sind auch bei den Großen, finde ich, immer sehr effektiv. Mhm. Dann mache ich mal wieder auf. Hab ich gefällt. Oh, oh. Ach, schön im Wasser. Viele Lüfte. Wie kann man die denn hier nicht bewegen? Das ist doch auch nicht. Wie kannst du nicht bewegen? Normalerweise kann man die Baumstämme, wenn man ins Wasser springt, durch Schwimmen bewegen. Aber die lassen sich überhaupt nicht bewegen irgendwie. Du musst sie nehmen, dann kannst du sie. Ja, okay. So, jetzt hier haben sie. Du kannst sie nehmen und dann kannst du die. Kannst du die, kommst du nicht mehr weiter zum Land oder so, dann fallen die hier wieder rein. So, dann brauchen wir jetzt nur noch eine Ladung. Dann haben wir zumindest schon die Treppe vor oben fertig. Dann geht's weiter mit der nächsten Wand. Jupp. Yep. So, liegt da noch irgendwo einer rum? Da fehlt jetzt hier wirklich ein einziger. Ich sehe jetzt gerade spontan aber keinen. Ist auch keiner mehr. Dann ist auch die Tür auf. Ich habe die gerade aufgemacht. Ich bin raus gerade. Also hier draußen liegen auf jeden Fall noch zwei rum. Ja, ich habe hier auch noch welche. Yippie. So. Und dann geht's jetzt weiter mit der nächsten Wand. Mal gucken, ne? Soll ich mal setzen? Kannst du gerne machen, ja. Ne? Was ist denn da? Eigene Wand. So. Ein paar Fenster reinmachen, ne? Ich glaube, dafür brauchen wir auch keine, keine Türen, weil wir ja keinen Steg einbauen. Das heißt, wir setzen nur mal einen Steg auf die andere nach ganz außen. Aber eigentlich brauchen wir sie nicht. Wäre, glaube ich, Quatsch, ne? Hm. Und wir können aber nochmal, wir können ein Baumhaus noch bauen. Könnt ihr auch irgendwie einen Baum rein oder so. Hier, es regnet. Ja. Passt das mit den Fenstern so, oder? Ja, doch, so geht. Ihr könnt ja hier oben eure Zimmer reinmachen. Ihr habt ja beide noch rein. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit geht es überhaupt noch? Wie weit geht es überhaupt noch oben? Aber ich glaube, man kann schon. Ich habe letztens irgendwo ein Bild gesehen, der hatte bestimmt 10 Stockwerke. Ja, da haben wir ein bisschen was vor. Dann haben wir noch ein bisschen was vor.
verstecke mich hier mal kurz im Haus. Ich muss mal kurz für kleine Mädchen. Mach das. Mal gerade ein paar Bäume hier weg. Aber es ist gerade die Falle rein. Baby und. Ja, es heute war auch ein Baby und ich glaube, ich ist es auch direkt in die Falle. So, wieder da. Und es ist gerade Baby in die Falle. Wenn er doch ein Baby ist, dann muss er auch schon wieder was Großes da sein, oder nicht? Da ist noch eins. Nee, es ist nicht in die Falle. Hast du hier gerade irgendwo gesehen? Es zappelt hier rum. Das war ein Hase. Es kreischt doch rum. Jetzt nicht mehr. Achtung, ich spanne die Falle auf. Oder so. Das Baby ist ja wieder tot. Ich meine, ich hatte so kreischen gehört und dann auf einmal hat die Falle zugeschnappt. Ach, was zu trinken. Ich habe hier hinten übrigens auch genug, wo ich jetzt gerade hingehe. Bei Monene liegen, ne? Okay. Die liegen, glaube ich, nochmal 4-5 Stück oder so. Vielleicht sollte man nochmal die im Wagen holen. Bringen wir mal mit, der steht, glaube ich, noch hier vorne irgendwo.